Also mein Name ist Elke Brandt, ich bin die Weihnachtsbaumverkäuferin vom Bahnhof Südkreuz, vom Tannenparadies. Schon seit fast 40 Jahren verkaufe ich hier im Kiez die Bäume und ja, mache das sehr gerne. Freue mich immer wieder auf meine Stammkunden, die mir sehr, sehr treu folgen, wo immer ich auch hier im Dreh bin. Also bei den Weihnachtsbäumen ist es so, dass die Leute ja kommen und schon ein bisschen auch das Fest sich vorfreuen, einen Baum aussuchen. Oft kommen ganze Familien, auch mit Kindern, dann wird diskutiert, groß, klein, dick, dünn. Und das ja, muss natürlich dann auch zum Geldbeutel passen. Da versuchen wir zu helfen. Und bei uns hat noch jeder einen Baum bekommen. Bis auf ein Jahr, das war so kurz nach der Wende, hatten wir so wenig Bäume in ganz Berlin, dass wir aus 6 Meter Bäumen sogar 3 Bäume gemacht haben. Das heißt, wir haben die Spitze verkauft, das Mittelteil und das Endstück verschenkt. Bei dem Endstück war es so, das hatte einen Stammdurchmesser von, ich glaube, 20, 30 Zentimetern und da brauchte man noch nicht mal einen Ständer, weil das stand ganz einfach so schon im Wohnzimmer.